Sollen wir die Kinder, die Kinder gleich wieder rausholen? Nein, um Gottes Willen. Oder soll man eine Watsche geben? Eine gesunde Watsche hat noch keiner geschaut. Liebe Kinder, die Schule kann auch schön sein. Ich habe mir am Anfang auch schwer getan. Nur dann habe ich brav gelernt und bin die beste Freundin von der Lehrerin geworden und habe niemanden abschreiben lassen. Und das war dann schon sehr schön. Und wie dann der Saugnapf von der Brille weg war, war überhaupt die Welt wieder in Ordnung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, Schule kann Spaß machen, liebe Kinder. Ich habe viele Stunden, viele Tage meines Unterrichts in einem Mistkübel sitzend verbracht. Ja, da habe ich mir hineinhelfen lassen von den anderen Schülern ein bisschen. Ja, also eure Forderungen habe ich mir angeschaut, das können wir bitte alles vergessen, was ihr da gemacht habt. Jetzt rede mal ich und ihr habt Pause. Aber nicht so, wie es ihr glaubt. Ja? Eine große Pause. Nein, also wir haben eine ideale Schule entwerfen lassen jetzt von einem Mann, der in einem Körper eines Kindes gefangen ist. Nein, umgekehrt, ein Kind, das im Körper eines Mannes gefangen ist. Ja, danke sehr. Hallo, mein Name ist Thomas Pritziner und ich habe eine super Schule. Die Sir Thomas Pritziner Fantasieschule. Da wollt ihr alle hin, oder? Weil in der normalen Schule ist es immer so, dass die Erwachsenen sich Themen überlegen und wir Kinder, wir bleiben außen vor. Aber hier werden die Fragen gestellt, die wir Kinder uns wirklich stellen, nämlich zum Beispiel, warum kann dieser Zug nie umdrehen auf der Schiene? Warum geht das nicht? Oder wechselt sich Tom Turbo die Räder eigentlich selbst? Das sind die Fragen, die werden gelöst in der Sir Thomas Pritziner Fantasieschule. Und alle Antworten stehen im großen magischen Buch der Antworten drinnen. Ja? Du, ist es mit dem Zug wirklich so? Ja! Ja? So, Kinder, ihr dürft jetzt den Onkel eine Frage stellen. Bitte. Und zwar du. Bekommen wir alle einen Laptop, so wie der Herr Professor Negroponte vom MIT empfohlen hat? Aber wieso wollt ihr einen Laptop? Wollt ihr Sekretär und Sekretärin werden? Nein, wir haben einen Zaubergriffel, da könnt ihr euch alles aufmalen, was ihr wollt. Du! Wird es dann dort auch spezielle Räumlichkeiten für Experimente geben, womit Feuer und Explosionen und so? Ja, natürlich. In der Sir Thomas Pritziner Fantasieschule gibt es einen Zauberstock, der ist im 2,5. Stock und der hat nur ganz selten offen, nämlich nur am 32. Oktober, wenn dieser Tag auf einen Dienstwoch fällt. Ja? Kann man da auch dann Matura machen und mit der Matura studieren in der Schule? Nicht Sie! Sie haben ja nicht einmal einen Magister! Ja, natürlich kann man da studieren. Man kann das Nostradamus-Semester machen in Hogwarts und man kommt nur damit hinein nach Hogwarts, sonst kommt niemand. Du! Entschuldigung, kann man auch international studieren gehen mit der Schule? Ja, habe ich schon gesagt, in Hogwarts kann man studieren, das wird lustig. Du! Entschuldigung, nur eine Frage. Warum muss ich denn ein Studium machen, wenn ich auch ohne Bundeskanzler werden kann? Oh, das ist eine Erwachsenenfrage. Da habe ich jetzt keine kindergerechte Antwort. Fragt am besten den Onkel Werner, gell? Naja, wenn man in Österreich zu den Jusos geht, kann man alles werden bei uns, gell? Voll gemein. Die Jugos dürfen wieder alles und wir Türken dürfen gar nichts, so ein Scheißland.